Hallo, liebe Leute. Ich mach mal die Tür zu, damit ich mich meinem Bruder mit Schafen störe. Ja, und jetzt. Ich dachte, dass ich ein bisschen lauter reden soll, deswegen habe ich jetzt die Tür zu gemacht. Ein neues Let's Play. Ich hoffe, mein Kopf kackt mal wieder nicht ab. Jetzt habe ich wieder 22 Abonnenten. Wie früher, vor ein halbes Jahr. Überleben. Einzelplayer. Also die wird 8 Minuten gehen. Hab mir so einen von Wecker gestellt. Okay. Nun gehen. Von was mal Holz. Ich spiele die Pocket Edition Version, wenn es nicht war. Die kostet nur 6 Euro und ist auch sehr gut. Das ist alles wie die PC-Version, nur halt für die, ja, nur halt für das Handy. Aber auch ein bisschen komplizierter einzustellen. Das könnte ich auch picken, halt, könnte ich für eine Tür. Soll ich Offscreen weiterbauen und sagen? Ja, weiter. Aber das ist mein Survival-Einzelprojekt. Ich habe mir noch nicht mal den Namen ausgedacht. So vorbereitet ist der Zigetti. Wenn ihr euch fragt, wofür das D steht, hört sich an wie eine Werbung für dieses eine Getränk. Es steht nur für die Abonnenten. Denn diese wenn man die einzelne hat, ist der Sigetti. Komm, machen wir. Wow! Oh, how you like him? How are you feeling? Yeah. The man on the run, everybody go in the mouth, another whip, another whip. Jetzt kann ich mein Bett machen. Another whip. Let's alle auf. Oh, wir haben ja noch sehr früh und deswegen rede ich auch ein bisschen lauter, versuche ich mindestens. Oh, yeah, everybody you're liking. Ich kann mein Bett bauen. Everybody you're feeling. Yeah, 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 yeah. And the man of all everybody on the man of all of. Ich höre mich an wie ein Mädchen, habe ich das Gefühl. Ey, warte. Habt ihr das gesehen? Immer wenn man haut. Auf 44 Holz. Wie mein Lieblings-YouTuber. Krasslo 44. Ich baue 2 Häuser. Einmal ein japanisches. Was denn? Ich mag Japaner. Ich habe die Sprache gelernt. Wer möchte Hallo hören? Mosha Mosha. Heißt Hallo auf Japanisch. Ich kann auch ein paar andere Sprachen. Man muss sich nun mal in der Welt besser. Ja, sprechen kann. Chinesisch kann ich nicht. Obwohl meine Mama Chinesisch kann. Ich musste mal wegen der Arbeit nach China. Ich den Beruf sagen? Ich werde den Beruf nicht sagen, aber es ist ein sehr guter Job. Es fängt mit Haar an und dafür hilft man schwangere Frauen oder die gerade ihr Baby auf der Welt kommen. Habt ihr schon erraten? Das ist eine super Stadt. Irgendwie. Ich dachte, ich spawn so in einer Wüste. Dann könnte ich erstmal einen Dungeon.
Minecraft Saber Now. Das hört sich gut an. Saber Now. Saber Now. Und nun eine Begrüßung muss ich machen. Herzlich willkommen bei Saber Now. Hört sich irgendwie cool an. Aber da fehlt noch was. Wollte ich den Hund? Wölfe! Ich muss noch warten, bis die Nacht anbricht. Das passt irgendwie. Ich habe zu Hause einen Hund, dann habe ich auch einen Mann. Ich finde, das ist Glück, was ich getroffen habe. Ich wollte mal. Nein. Egal. Ja, und so macht man nun mal. So findet man sich gut zurück. Adolf. Adolf. Oh, yeah, everybody will like it. Everybody will feeling. Yeah, 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 yeah. No matter what's on, everybody will want to miss it. Adolf, Adolf, Adolf. Adolf, Adolf, oh yeah, everybody will like it. What the feeling? Wie hat irgendwie mein Mikrofilm Ich hatte mal 23 Abonnenten. Dann wieso? Das waren Kinder aus meiner Klasse. Aber weil die, keine Ahnung wieso, das sind Arschgeigen gewesen. Dann wieso? Die haben nur einen Daumen nach unten gegeben. Ich habe schlimme Wörter im Kommentar. Die habe ich einfach gemeldet. Ich bin immer noch. Ich kann ein paar Computertricks, aber. Aber ich bin nicht so ein Spezialfick. Gelbe Blümchen. Die könnte ich mitnehmen. Ey, wie soll mein Vorname ist Manu El, aber mein Nachnamen werdet ihr niemals erfahren. Zum Glück. Was? Die Folge kann jetzt nicht schon vorbei sein. Okay, dann beende ich hier die Folge. Wir haben kaum was gemacht. Bewerte das Video mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.